Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem Herrn Gleich. So, da sind wir wieder am Start. Wir gucken jetzt mal rein, was gibt's jetzt in Mamas, nach wie vor die Mythic Tina in Mamas altmodischer Geheimnisschatulle. So, dann sind wir als nächstes hier bei unserer Talent Show Tirebox. Auch hier, die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Talent Show Lois, Troubadour Jeff, Lois Griffin, K-Pop Joe, Roller, Disco Courtney, Eugene Belcher und nicht zu verachten, da hinten die LA Entertainment. Wer sich es genauer anschauen will, soll nochmal in das andere Video reinschauen. Da wird alles genauer erklärt. So, hier Castagnet, Zoidberg, LA Entertainment, Super Video Stewie, Music Video Stewie, dann Hip Hop Bob. Hier Chamber of Understandings und Talent Show Lois. Auf jeden Fall eine interessante Box. Auch hier der Burobu Clash wird ja jetzt wieder kommen. Ist ja jetzt bald soweit. Ich glaube, am Dienstag dürfte es jetzt losgehen, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Müssen wir genau ins Datum reinschauen. Hierfür natürlich Medicated Stewie, Zack Zentmenson, Philip J. Fry, kabelloser Audiosender. Wireless Audio Transmitter, Chinchilla, Addict Wayne, Dr. Amy Wong und natürlich auch hier wieder nicht zu verachten, Burobu Addict. Und dann diese ganze Latte von Combo Masteries. Ja, schaut euch das Video dazu an, Burobu Tirebox. Da werde ich auch alles genauer erklären. Hier haben wir Mythic Roger, typische Elternbeschäftigung. Sachen zusammenkleben für die Kinder, Roller, Disco, Courtney, Troubadour, Jeff und Eugene Belcher. Hier interessant, die Fahrtschool Louise und auch Boombox Teddy. Aber eben nur für die Defense Decks. So, dann sind wir auch schon in der Combo Mastery angelangt. Dann haben wir hier den Exploding Food Truck, den die wenigsten von euch wahrscheinlich überhaupt jemals gesehen haben werden. Und ja, was ist das überhaupt, das Ding da? Das ist das da. Einmal ein Gene oder Eugene Belcher mit Autokarten. Wir haben hier als einzige legendäre Golfball Escape. Dann kommt der Exploding Food Truck daraus mit einer Bombe. Das war es dann auch schon gewesen. Und dafür brauchen wir keine 500 Gems auszugeben. So, dann geht es weiter. Wir schauen uns jetzt die nächste Combo Mastery an von heute. Die habe ich persönlich selbst noch nie gesehen und ich spiele den Bender sehr, sehr gerne. Also wird das was extrem Exotisches sein. Davon könnte jetzt einfach mal ausgehen. So, da ist, schauen wir mal, was das ist hier. So, also, ich gucke jetzt selbst mal. Ja, kein Wunder. Okay, also, ja. Das ist ein Bender mit ja, Manitoba-Zigaretten. What? Ja, mit Manitoba-Zigaretten. Und dann kommt der Jack-Bender da auf der rechten Seite raus. Mega geil. Hammer. Combo. Ja, brauchen wir nicht drüber zu reden. Die können wir jetzt auch gleich mal wieder wegmachen. So, fast eine krasse Kombo. So, hier eine, mein lieber Scholli, das ist ja eine nostalgische Kombo. Damals, als noch nicht so viele Legendäre am Start waren und die auch noch nicht so stark waren, da gab es haufenweise Paddling Peggy Decks. Schauen wir uns mal die Paddling Peggy an. Die ist auch für die Anfänger mega interessant. Ja. Allerdings könnt ihr ja die Combo Mastery erst ab Arena Level 12 bekommen. Hier mit Rifle und Peggy. Und dann kommt er auf der rechten Seite. Wir müssten das Ganze jetzt mal maxen, damit ihr das seht.
So, da hast du auf der rechten Seite dann plötzlich hier 11-fach Punch und 8-fach Craze. Und das ist gar nicht mal, also für den Anfang gar nicht mal so schlecht. Also da kriegt man auf jeden Fall einiges mit klein. So, dann haben wir hier unten die Pantry Guns noch mit hinzu. Und was haben wir noch? With Long Stick with Sharp Rock. Mit der Flare Gun geht's auch. Unexpected Weapon. Gingerbread Guns. Pantry Guns. Jetzt sind wir in der Mythic-Version. Jetzt gehe ich am besten wieder mal eine Stufe zurück, weil bei der Mythic-Version ist sehr unwahrscheinlich, dass jemand die Peggy komplett gemaxt hat. Deswegen sage ich, komm, man nimmt das Mittelding, dann ist, sagen wir mal, die Support-Karte wäre gemaxt und die Mythic wäre auf Level 1 so ungefähr. Kommt ungefähr das da rechts raus. So, dann haben wir 21 Punch und 15-fach Craze. Hier 18-fach Punch und 13-fach Craze. Und hier 17-fach Punch und 12-fach Craze. Oder hier 21 und 15. Ja, 19 und 14. Da unten mit Gingerbread Guns. Ja, also auf jeden Fall eine Combo, die ja, Pelling Peggy gehört eigentlich in jedes Waffendeck rein, ne? Und ich sag's mal so, lohnen sich da 10%. Hättest du wahrscheinlich 21-fach Punch, 19 Angriff. Du wirst im First Hit halt nicht wirklich über die 40 kommen. Hast aber dafür dann 15-fach Craze. Hast du im zweiten Durchgang dann bei 55. Ja, ist schwer zu sagen. Ist wirklich sehr, 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 sehr grenzwertig. Aber von den Waffenkombos ist sie schon eine der stärkeren. Also wenn ihr eine Mythic Peggy im Deck habt, kommt scheiß drauf, dann ballert halt mal ein Tausender wenigstens rein. Es muss ja nicht unbedingt mehr sein. Wenn es euch nicht wehtut, dann macht das einfach. Und ich denke mal, viel verkehrt machen könnt ihr nicht. Und ja, also ist so eine Sache, muss sich jeder selbst überlegen. Aber in einem Waffendeck eine Paddling Peggy ist eigentlich schon ein wichtiger Bestandteil. So, dann haben wir Carnival with Rupert, aber eben bei den stärkeren Decks natürlich nur mit der Mythic Peggy. Die normale Peggy hat auch viel zu wenig Leben. So, dann haben wir hier eine Carnival with Rupert, das ist ein Stewie, mit einem Rupert oder mit einem Toy. Und dann kommt da auf der rechten Seite eben Cheers raus und eine Bombe. Also die wiederum ist völlig uninteressant. Ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es nächstes Mal an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.